Hey Leute, was geht ab? Wir hoffen, das geht euch gut. Das ist Olli, ich bin Yannick. Herzlich willkommen im Rethink Nation Studio und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es Episode 2 von 10 Dinge, aber welche Mülltonne? Mit Mula der Mülltonne. Applaus. Oder auch einfach kuscheln. Yannick, wie ist das jetzt eigentlich zwischen Mula und Käthe? Verstehen die sich? Käthe? In Episode 1 dieses Formats haben wir festgestellt, dass die Abfallpolitik in Deutschland eine ganz besondere ist. Wir haben versucht, uns so gut es geht zu informieren über die 10 Dinge, die in diesem Video jetzt drankommen. Von daher, nehmt uns bitte nicht böse, wenn die ein oder andere Sache dann in eurem Kreis dann doch nicht so ganz stimmt. Und bitte lasst uns in den Kommentaren herzhaft diskutieren und auch voneinander lernen. Das Spiel ist eigentlich selbsterklärend. Wir holen abwechselnd immer einen Gegenstand hervor und der andere muss erraten, in welche Mülltonne der gehört bei Mula der Mülltonne. Olli, fängst du an? Yes. Top. Es geht los mit einem Briefumschlag mit einem kleinen Sichtfenster. Dilemma, Papier, Plastik. Wo würdest du denn jetzt hin tun? Ja, Olli, wir hatten vorhin gesagt, wir haben nichts doppelt heute, ne? Er ist jetzt nicht auch sowas, oder? Und schwarz, ich hab den Alter. Der kommt tatsächlich trotz des Sichtfensters in die Papiermülltonne. Ja. Kann man auf jeden Fall machen. Ist natürlich trotzdem wünschens- und empfehlenswert, das Fenster rauszumachen. Ja. Aber er gehört in die Papiermülltonne. Kling, kling, kling! Begründung? Begründung, es ist wohl so, dass es dafür geschultes Personal gibt bei der Entsorgung, die dann diese Folie von dem Papier trennen. Klar, man könnte es den natürlich einfacher machen, indem man es schon zu Hause macht. Ja. Macht wahrscheinlich keiner, aber man kann es rein theoretisch machen. Und es ist wohl auch so ähnlich bei Kartons mit dem Klebeband, da läuft es dann ähnlich. Gehört auch in die Papiermülltonne. Genau. Krass, hätte ich jetzt nie gedacht, dass ihr irgendwas gleich sagt. Ich höre es schon raschelnd. Weißt du, was es ist? Ich habe auch was Raschelndes. Oh nee. Oh. So, selbst wenn wir einkaufen gehen, ja, und darauf verzichten wollen, wird trotzdem immer der Kassenzettel gedruckt. Ja. Hast du den auch? Nee, habe ich nicht. Gott sei Dank. Wo gehört denn der Kassenzettel hin? Ja, man denkt ja erstmal, das ist Papier. Mhm. Aber ich nehme mal an, auch wie es sich anfühlt, ist so ein bisschen beschichtet. Ich würde den in den Restmüll tun. Aufgrund der Beschichtung. Genau, weil es nicht so ein wirkliches reines Papier ist. Okay. Restmüll. Ja, da liegt der Olli an der Stelle vollkommen richtig. Hat er durchgezogen und den Punkt nach Hause gefahren. Das liegt daran, dass Kassenzettel Thermopapier ist. Und Thermopapier enthält BPA. Und die Kassenzettel, die können ganz schlecht im Sortierverfahren aussortiert werden. Und dann gelangt es in Recyclingpapier, zum Beispiel auch in Recycling-Toilettenpapier mit dem BPA. Und das benutzen wir dann, wischen unseren Popo ab und dann gelangt es aber in die Umwelt. Und das ist natürlich umweltschädlich und nicht gut. Wissen mit Yannick. Bitte! Was hat er denn da noch in seinem Oh, es raschelt. Oh Junge! Die gute alte CD, Yannick, du kennst sie vielleicht noch. Es kann sehr wahrscheinlich sein, dass wir die auch zusammen gehört haben. Das müssen wir mal kurz festhalten. Da müssen wir mal kurz schauen. Mix 2007 und Olli hat immer so unterschrieben. Ganz oh, klar. Und mit dem K nimmt es mit seinem Nachnamen. Der absolute Wahnsinn. Genau, ich habe damals immer... Hast du mal reingehört? Ja, ja. Im Auto. Richtig gut. Was ist da dran? Musst du nachher mal reinhören. Richtig geil. Ich habe immer für uns Jungs damals, als wir gechillt haben, die CDs gebrannt. Aber ja, irgendwann kann es ja sein, jetzt nicht die CD, aber du willst die CD nicht mehr hören, du willst sie nicht verschenken, die CDs müssen irgendwann weg. Oder sie ist so gebrochen. Genau, oder Kratzer drauf, die CD muss jetzt einfach in den Müll. Wo machst du sie hin? Also ich weiß noch, früher haben Leute ganz cool die immer so an die Wand gehängt, so ganz viele. Und dann war das so eine Art Disco-Kugel. Ich habe das auch gemacht, ja. Hast du das auch gemacht? Mein ganzes Zimmer voll, ja. Und da dazwischen, also ich habe die ganze Wände voll damit gemacht und dazwischen war immer noch das Eminem oder 50 Cent Poster. Ja, nice. Lief bei uns immer. Ja, ja, witzig. Also ich glaube, vor unserem ersten Video hätte ich jetzt gesagt, wieder Kunststoff. Geht in die Kunststoffrichtung, deswegen gelbe Tonne. Mhm. Aber da wir ja gelernt haben, dass da vor allem alles reinkommt, was Verpackung ist, hätte ich es tatsächlich jetzt in den Restmüll gesteckt. Bäum. Falsch? Ja, also laut meinen Recherchen ist es wohl so... Gehört es zu Elektronikartikeln? Ja. Ah. Also man soll es erstmal aufbewahren und sammeln, jetzt nicht wegen einer CD in einen Wertstoffhof gehen, aber da ist es wohl so, dass CDs so einen seltenen oder wertvollen Rohstoff namens Polycarbonat enthält. Perfekt. Alles klar. Und deswegen soll man die quasi sammeln und dann mit mehreren CDs zusammen quasi zu einem Wertstoffhof bringen, weil es dann dort eben gezielt recycelt werden kann und wieder zum Beispiel zu CDs verarbeitet wird. Fuck, ey, ich hatte gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es ja nicht nur die vier Mülltonnen ja. gibt. Ja. Pack.
Richtig dumm. Ja, hätte ich drauf kommen können. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob jetzt Wert, also ob Restmüll jetzt verkehrt wäre. Naja, Restmüll wird ja alles verbrannt. Also, ja. Also das soll auf jeden Fall recycelt werden. Ja, deswegen, dann macht es keinen Sinn mehr. Ja. Shit. Ich finde, es macht schon voll Bock, das Spiel. Man kann auch wirklich was lernen. Ja, ja, klar. So geil. Olli, jetzt hast du ja sicherlich letztens in unserer Instagram-Story mitbekommen, dass ich mir meinen Kichererbsen-Snack gemacht habe. Ich weiß, was kommt. Ja? Ja? Hast du das auch? Ja! Nein! Ich wollte auch ähnlich beginnen, ja, ich hab's! Ich wollte auch deine Kichererbsen mit ins Spiel bringen. Oh Mann, ja, okay, Backpapier. Ja. Oh. Auch wieder so eine interessante Sache. Ja. Aber du weißt Bescheid, wo gehört's hin. Also, laut vom Namen könnte man es ja eigentlich in die Papiermülltonne bringen. Weil es ist ja Backpapier. Papier. Ja. Aber es ist wohl so, da ist so eine besondere Beschichtung drauf. Namens Teflon. Namens Teflon. Okay, sehr gut. Das hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf. Allein aus diesem Grund soll es wohl nicht in die Papiermülltonne und, also die kommt in Restmüll. Genau. Und also abgesehen von der Beschichtung kann es ja auch sein, dass wenn man was backt, dass da irgendwie Fettstoffe oder drauf sind oder Essensreste. Und die wären wohl auch problematisch bei der Papierentsorgung. Genau, deswegen kommen zum Beispiel auch was ist heute los, Olli? Los? Ja. Pizzakartons kommen auch nicht in die Papiertonne, habe ich gelesen. Okay. Krass, dann habe ich das jetzt aber auch immer falsch gemacht. Ja, ich auch. Gut, aber was ist, wenn da jetzt wirklich kaum was dran ist? Naja, es ist ja auch ölig, wie du schon gesagt hast. Fettig, Speisereste sind noch auf dem Karton drauf. Ist dann wahrscheinlich auch wieder problematischer. Okay, also Restmüll. Bing, bing, bing. Bereit? Immer. Herneck, jetzt wird es ja leider so langsam immer wieder kälter draußen und da muss man sich eventuell mal einen Tee machen. Das weiß ich. Ja, das weißt du. Der ist jetzt zwar noch frisch, aber stellt euch vor, der ist gebraucht. Wo tut ihr denn hin? Oder wo tust du denn hin? Den habe ich tatsächlich nicht dabei, aber ich meine gelesen zu haben, dass man den ohne Probleme in den Biomüll packen kann. Mhm. Deswegen trinke ich den jetzt erst kurz, komme dann wieder und mache den dann in den Biomüll, okay? Sehr gut, mach das mal. Bing, bing, bing. Ja, fand ich interessant. Also ich hätte ihn auch intuitiv erstmal in den Biomüll, aber dann dachte ich mir, okay, Moment, da ist irgendwie noch ein Schildchen, ein Faden und so weiter, aber... Der Sack, genau. Der Beutel, das fand ich interessant, der ist wohl, ich weiß jetzt nicht den hundertprozentigen Namen, aber das ist eine Hanffaser. Muss der dann immer aus der Faser sein? Ja, und die Hanffaser ist wiederum biologisch abbaubar. Ah ja, okay. Deswegen kann man in den Biomüll tun. Dann klar, dieses Schildchen oben ist meistens aus Papier. Hm. Und der Faden ist wohl auch meistens biologisch abbaubar. Wenn man es aber richtig ernst nimmt, könnte man auch alles einzeln abschneiden, aber macht auch keiner. Also, er darf in den Biomüll. Nice, gut zu wissen. Jetzt haben wir ja schon letztens angekündigt, dass wir bald mal selbst uns Pflanzenmilch machen, ne? Ja. Bisher haben wir die aber immer im klassischen Tetrapack gekauft. Lasst uns gerne wissen, wenn euch das Thema selbstgemachte Pflanzenmilch interessiert. Jetzt haben wir aber trotzdem noch hier diesen Tetrapack. Olli, wo gehört der denn jetzt hin? Immer in, also der kommt auf jeden Fall nicht in Papier, weil der ja so auch so eine glänzende Beschichtung drüber ist. Mhm. In Restmüll. In Restmüll? Beziehungsweise in, ja, ich bin gerade voll verwirrt, den gelben Sack. Gelben Sack. Da habe ich dich aber gerade nochmal gerettet. Ich war gerade völlig verwirrt mit diesem Restmüll und gelben Sack. Restmüll? Ja. Auf jeden Fall in den gelben Sack, ja. Ja. Ist ja, wie du jetzt so oft schon gesagt hast, eine Verpackung, genau. Ja. Ist eine Mischung aus Pappe und Plastik, wie du gesagt hast. Macht ja auch Sinn bei Flüssigkeiten, denn nur Pappe wäre, glaube ich, schwierig. Ja. Und gehört deswegen als Verbundverpackung in den gelben Sack. Ja, ich war gerade nur, ich meine, genau, ich tue die auch immer in den gelben Sack, aber ich war gerade so kurz verwirrt, weil zum Beispiel hier hingeguckt habe und es ist ja auch, da ist ja auch eine Beschichtung drüber. Ach so. Bei dem Backpapier. Okay. Hier ja auch, dann dachte ich so, okay, Beschichtung ist vielleicht dann immer Restmüll. Aber ich finde es gar nicht so einfach, wenn man jetzt mal die zwei Sachen vergleicht. Das ist irgendwie was Papieriges, das auch. Beides hat eine Beschichtung. Eine kommt in den Restmüll, das andere in den gelben Sack. Ja, ist schwierig, ne? Also, hä? Deswegen, ich war gerade so verwirrt. Ist hier jetzt ein grüner Punkt drauf? Ja, okay, hier ist auch ein grüner Punkt drauf, da könnte man drauf achten. Okay. Und dann gehört er eigentlich in die gelbe Tonne. Ja. Also, ich war gerade kurz so verwirrt. Dann dachte ich mir so, habe ich das jetzt jeden Tag durch das in die falsche Mülltonne? Die guten alten Fotos. Ich weiß, eigentlich sollte man ja Fotos aufheben. Oder man hat oldschool noch so ein Fotoalbum, aber es kann ja manchmal sein, wenn du vielleicht auch ein Bild von mir hast, du kannst mich nicht mehr sehen, die Bilder müssen einfach weggeschmissen werden, ja? Ja, von dir habe ich eh keine Bilder. Ja, perfekt. Aber hier zum Beispiel, ich habe keinen Bock mehr auf Roger Federer. Sorry, aber lass mich jetzt mal ganz kurz in die Kamera halten, ja? Olli wird hier gepickt von ein paar Vögeln, aber ist er nicht süß? Auch die Frise, Olli. Ja, das waren noch Zeiten damals in Australien. Da hatten wir noch Stil. Und auch Roger Federer,
ich habe ihn live gesehen, musste den musste ihn abknipsen, aber ich habe keinen Bock mehr, den in meiner Wohnung zu sehen, der muss weg. Nee, von daher. Wo schmeißt du den jetzt hin? Von daher, wo schmeißen wir die jetzt hin? Ja, das ist auch safe, nicht einfach ganz normales Papier hier. Aber es heißt auch Fotopapier. Ja, da wollte er mich tricksen, der Olli, ja. Nee, das ist auf jeden Fall auch wieder beschichtet, aber ist keine Verpackung und von daher hätte ich jetzt auch wieder gesagt, Restmüll. Sie. Richtig? Ja, du hast auch schon alles gesagt. Es ist irgendwie Papier, aber es ist beschichtet. Deswegen, weiß man. Aber ich finde, man kann schon so ein bisschen lernen, gell? Man hat so ein bisschen so, okay, gelber Sack ist gleich Verpackung, genau. Überwiegend. Ja. Und dann irgendwie Papier, aber mit irgendwie beschichtet, was auch immer, Restmüll. Ja, so ein paar Eselsbrücken kann man sich bauen. Ja. Ja. Was hast du für mich? Last but not least habe ich jetzt ein Glas. Das ist tipptopp, ja? Das kommt wieder einfach in meine Küche. Aber manchmal sind wir so dappig und uns fällt was runter und dann zerspringt das Glas. Ja. Wo machst du jetzt das Glas dann hin? Meinst du Scherben? Scherben, ja. Also erstmal wäre es ja auch gar nicht so verkehrt, wenn so ein Glas mal runterfällt, weil Scherben bringen ja Glück. Von daher eigentlich kein Thema, aber natürlich trotzdem muss es entsorgt werden. Genau. Habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht. Also ich habe sie sonst immer instinktiv in Restmüll getan. Okay. Und deswegen würde ich sie jetzt auch immer noch in Restmüll tun, weil Papier macht ja keinen Sinn. Mhm. Plastik auch nicht. Okay. Ja gut, man könnte natürlich, okay, wenn man es jetzt halt richtig ernst nimmt, könnte man das irgendwie aufbewahren und in einen Glascontainer bringen. Aha. Und also wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen einem Glascontainer und der schwarzen Mülltonne? Dann würde ich es auf jeden Fall in Glascontainer machen, weil das sagt ja schon der Name. Mhm, okay. Aber dann muss ich auch gestehen, habe ich das die letzten 27 Jahre immer falsch gemacht, weil ich habe es immer in den Restmüll getan. Da kann ich dich beruhigen, Olli, da hast du in den letzten 27 Jahren, wenn du den jetzt gerade mal hier reinstellen würdest, den vor allem. Den Glas? In den Glas. Ja. Hast du alles richtig gemacht? Oh. Weil Trinkgläser tatsächlich oft eine andere Glaszusammensetzung haben wie Verpackungsglas. Und wenn du die Scherben jetzt in einen Glascontainer gemacht hättest, dann kann es sein, dass die Glasarten bei verschiedenen Temperaturen schmelzen und es Probleme beim Recyclingprozess gibt. Also soll man die auch wirklich überhaupt nicht da reintun? Nee, man soll sie tatsächlich in den Restmüll tun. Okay. Habe ich auch wieder was Neues gelernt. Ich auch. Geil. Geil. Das fand ich auch echt interessant. Weil jetzt gerade so, während ich so überlegt habe, ach so. Eigentlich macht der Glascontainer Sinn. Aber als ob ich jetzt wegen Glasscherben zum Glascontainer gehe. Aber eigentlich macht es ja schon Sinn. Mhm. Sinn macht schon, ne? Wenn man es hört, auf jeden Fall. Aber der denkt auch, wie komplex, gell? Dann würde man es gut meinen, würde Glas in Glascontainer bringen. Ja. Und macht alles falsch. Habt auch ihr was Neues gelernt? Dann lasst es uns doch gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche und es heißt wirklich nur noch eins. Olli, oder es bleibt auch wirklich nur noch eins zu sagen. Habt euch ganz, 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 ganz doll lieb. Ciao. Sprachliche Performance, Olli, heute war auf jeden Fall top. Top. Also ich glaube, so gut waren wir lange nicht mehr. Mhm. Also ich finde auch, ich verspreche mich gar nicht so oft. Nee. Und jetzt, gerade wenn ich wieder überlege, dann verspreche ich weiter. Ja. Das ist doch geil.